Ja, das Hanekohl mal wieder Frühling, mal wieder literarische Frühling. Der wievielte? Es ist der 13. in diesem Jahr. 13. literarische Frühling. Dieses Jahr mit Schwerpunkt Literatur. Ja, Literatur haben wir immer als Schwerpunkt, aber wir haben ja auch oft politische Veranstaltungen noch dazu. Haben wir dieses Jahr auch, aber eigentlich nur den Altbundespräsidenten Joachim Gauck. Das war uns sehr wichtig, dass er kommt, weil er auch ein bisschen was zu sagen hat, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel zu dem Hauptthema unseres diesjährigen Festivals, nämlich der Frage, denke ich an Deutschland? Das ist ja ein Zitat von Heinrich Heine und ist in Wahrheit länger. Aber wir haben gesagt, ja, wir müssen jetzt mal an Deutschland denken, weil nicht nur denken, sondern reflektieren. Und es gibt viel zu tun in Deutschland, sage ich mal. Wie immer, ausgesuchte Veranstaltungsorte, sehr originell zum Teil, aber auch der ganz normale Handwerker oder die Küche in einem Restaurant. Ein Teil des Konzepts. Ja, also wir haben ja schon von Anfang an immer gesagt, unser Ziel ist es auch, wir möchten für die Region das Festival machen und natürlich auch mit der Region dafür, dass wir bekannter werden insgesamt als Region. Also sozusagen nach innen wie nach außen möchten wir Identität stiften, würde ich das mal nennen. Und deshalb möchten wir auch die Handwerker mitnehmen. Und ich kenne viele Handwerker, die da auch sozusagen zu Veranstaltungen gehen. Und das läuft, glaube ich, alles inzwischen sehr gut. Ein Grund, warum das so gut läuft, ist, dass wir diese tollen Partner haben. Die Firmen, die den Literarischen Frühling unterstützen, das sind inzwischen 29 Unternehmen und Institutionen. Und ich sage immer, wir sind eine Koalition der Kreativen. Wir müssen alle kreativ sein. Ein Unternehmer hat ein weißes Blatt vor sich und muss vielleicht eine Konstruktionszeichnung für eine neue Idee machen oder einen Businessplan. Ein Literat steht vor dem ersten Satz zu seinem Roman oder seinem Gedicht. Das ist genauso schwer. Und deshalb passt das gut zusammen. Und wie gut es zusammenpasst, sieht man hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg, finde ich, jedes Jahr einmal im literarischen Frühling. Wir kommen ja beide aus der Region, beide geboren, waren beide lange unterwegs und sind gerne wieder zurückgekommen. Verkaufen wir unsere Region oder haben wir unsere Region unter Wert verkauft? Ach, das finde ich nicht. Also wir sind eine tolle Region. Wir haben diese wunderbare Landschaft. Das merken wir ja auch immer an unseren Gästen. Wir haben noch eine authentische Landschaft. Und der Hunger nach Authentizität, der ist heute ja größer denn je. Ich war gerade letzte Woche bei einer Veranstaltung im Badischen. Da haben die jungen Leute alle von Authentizität gesprochen. Da habe ich gedacht, ja Leute, kommt einfach mal zu uns, da seht ihr, wie das ist. Ich denke halt, nein, wir haben die Region nicht unter Wert verkauft, aber es schadet nichts, wenn wir sie jetzt gut verkaufen. Inzwischen hat der literarische Frühling einen Ruf, fast weltweit, könnte man sagen. Und vorhin in der Pressekonferenz wurde gesagt, die Verlage rufen schon vorher an, bevor der Termin feststeht. Das zeichnet ein Jahr eigentlich aus, dass die Organisation, der Name, klappt. Ja, also erstmal ist es ja wichtig, dass die Autoren sich wohlfühlen, die zu uns kommen. Das haben wir von Anfang an sehr gut geschafft. Und wenn Autoren sich wohlfühlen, dann erzählen sie anderen Autoren, dass es hier toll ist. Und es ist nicht nur sehr schön für die Autoren, weil sie hier sehr schön wohnen können in den drei veranstaltenden Hotels und sehr gut essen können, sondern wir sind auch eine Region, und das hat sich auch bis in die Verlage rumgesprochen und darüber hinaus, die sehr, sehr starke Buchverkäufe haben. Also bei uns werden sehr viele Bücher verkauft. Und das liegt an dem tollen Publikum hier. Also insofern, wir arbeiten eigentlich alle zusammen und ziehen an einem Strang. Vorhin in der Pressekonferenz wurde gesagt, der Südkreis hat Kloster Heidenheim mit Tischfallen, der Nordkreis hat das Barockfestival, Schwalbeder hat Rotkäppchen, hat Grimmheimer, aber der literarische Frühling, der ist regionsübergreifend, der verbindet die Kreisteile miteinander und schafft eigentlich mehr regionale Identität. Ja, also das war auch unser Ziel von Anfang an, dass wir eine Identität, also sozusagen mitarbeiten daran, dass sich die Region, die sich ja jetzt dieses Jahr ist ja das 50. Jubiläum der beiden Landkreisteile,
Und ich habe im Übrigen diese Gebietsreform noch sehr gut in Erinnerung. Mein Vater war ja früher Landkreis des Südkreises und war dann im Innenministerium als Staatssekretär derjenige, der die Gebietsreform praktisch vollzogen hat, gemacht hat. Und da weiß ich noch, wie schwierig das damals war. Er wurde ja da teilweise ziemlich angefeindet dafür. Auf der anderen Seite sieht man doch heute, es war doch richtig, es war sinnvoll. Und ich habe letztens in einer, es gibt ja eine Ausstellung, die wird, glaube ich, morgen vorgestellt im Museum in Korbach. Und da durfte ich auch etwas dazu schreiben, so ein paar Sätze. Die haben ja ein paar Bürger der Region da gebeten. Und dann habe ich aufgeschrieben, also meine Mutter, war mein Vater schon längst tot, die hat immer gesagt, wenn wir die Ederstraße lang fuhren von Frankenberg Richtung Herzhausen, Vaters Straßen sind die besten. Weil diese Straße ist schon sehr, sehr, sehr früh gebaut worden, in den 60er Jahren. Das sind ja diese riesigen Steinmauern, das war damals eine irre Nummer, diese abstützenden Mauern zu bauen. Ja, und der Lückenschluss bis nach Korbach, der ist ja letztes Jahr im November, Dezember gewesen, als die Umgehung von Dorf Itter fertig war. Und na, dann sind wir doch jetzt so weit, dass wir zusammengehören.